Hallo Freunde, willkommen zum weiteren Part Zelda Trial Princess. Und ich habe eine kleine Änderung vor. Ich werde zwar nicht, ja, es ist wie es manche andere machen, eine 3 Herz Challenge machen, sondern ich habe mir was anderes überlegt. Und ich werde dafür gleich mal kurz die Bedingung erfüllen. Wir sehen uns gleich wieder. Nun, wie ihr gesehen habt, ich habe mein Schild abgeworfen oder eher gesagt verbrennen lassen. Ja, meine Challenge wird jetzt darin bestehen, dass ich das ganze Spiel ohne Schild durchspielen werde. Weil, ich weiß nicht, 3 Herz-Challenge, das finde ich, ist irgendwie Standard. Oder machen eher gesagt viele, sagen es mal so. Ah, Moment, Moment. Ach du, ich finde da. Und hier da unten auch. Oh je. Eigentlich wollte ich absteigen. Steig doch mal ab. Nach hinten ab. Och, nein! Na komm, mach euch. Das ist jetzt doof. Danke fürs Absteigen. Und ja, da könnte zwar noch sagen, ja, spiele ohne Ukulele-Künste. Moment, kann ich dich jetzt eigentlich schon einfangen? Moment. Da, komm mal her. Da kann ich. Ja, ich kann den schon einfangen. Heuschrecke gefangen. Ja, es gibt hier goldene Tiere, die man collecten kann, also alle einsammeln kann. Bei Zeiten werde ich das auch anstreben, wenn ich das Geld brauche. So, war ich stehen geblieben? Ja. Ich finde, das 3-Herz-Challenge, wie gesagt, ist ja was viele machen. Deswegen mache ich ohne Schild. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gemacht hat. Ich habe nie danach gesucht. Deswegen mache ich das einfach jetzt mal bei Zelda Trial Princess ohne Schild durchlaufen. Ohne Ukulele-Künste wäre bei ohne Schild ziemlich fies, weil man kann nämlich nur durch die Ukulele-Künste diese spezielle Ausweichrolle lernen. Deswegen bleibe ich bei den Ukulele-Künsten, dass ich sie alle nutzen kann. Ich war mir überlegen, ob ich bei den Herzen, die ich jetzt habe, bleibe oder sie weiter steigere. Okay, da komme ich. Da komme ich doch durch. Oder? Ja. Da könnt ihr mir eigentlich mal jetzt zuschreiben, wie ihr dazu steht. Ob ich. Wow, verdammt! Meiner reinrenne. Och nö. Oh. Das ist jetzt gemein. Mopsen sie mir einfach die Brücke. Ich glaube, mit denen kann ich mich jetzt nicht mehr anlegen. Oder? Einfach mal gucken. Und ja, wie gesagt, ihr könnt in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet. Soll ich die Herzen weitersammeln? Oder soll ich das Schildless mit den 6 Herzen, die ich jetzt habe, spielen? Wenn ich jetzt mal so überlegen tue, Autsch! Okay, also einer bleibt. Obwohl es alle getroffen hat, bleibt einer aktiv. Okay, Epona, wir rücken ab. Wir haben keine Chance. Ja. Wenn ich jetzt nochmal das sage, komme ich mir blöd vor. Also, schreibt einfach nur rein. Ja, es sind 6 Herzen oder weniger. Ich bin dafür eigentlich, dass ich die Herzen weiter einsammle, denn... Ich weiß nicht, es könnte schwer sein. Es ist ohne Schild. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nie ausprobiert. Aber ich sag mal, es... Wow. War der Epona, der zugeschlagen hat, oder ich? Komm her. Okay, das mit Epona, das muss ich noch ein bisschen üben, das Laufen. Kann ich das jetzt schon aufmachen? Nein. Okay. Ja. Oh, da geht's schon in die Schattenwelt. Na, ich denke mal, ich habe genug zu der erste Schild-Challenge gesagt. Und ja, ich gehe jetzt einfach mal in die Schattenwelt. Wenn ich jetzt schon rein darf. Endlich sind wir hier. Ein Schattenkristall übrig. Hey, ich möchte da rein. Ich möchte wieder ein Wolf sein. Auf mit, na. Wieder dein Zug. Ja.
diese sanften Behandlungsmethoden sind immer so lieb von Midna. Dann helft ihr eben. So. Wie sieht's aus, wenn wir gehen? Ja. Och nö, gleich viele Flatterviecher. Oh, was ist das? Ja, ist was Lilanes am Boden. Das habe ich schon gesehen. Eine Tasche. Schnüffeln. Die Beintasche von ihr. Kannst du mir eins versprechen? Pass auf gut. Pass gut auf dich auf, ja? Und damit haben wir den Geruch vergessen der Kinder und haben von ihr den Geruch erlernt. Erhalten. Warum muss man den Geruch vergessen? Okay. Naja, okay, hier gibt es nicht gerade viele Variablen, wo man hätte lang gehen können. Deswegen brauche ich jetzt nicht den Gespür dauerhaft anzulassen. Oh. Da hinten ist das Schloss. Wow. Ja, das Schloss kommt mir bekannt vor. Gehen wir. Okay, der Geruch fliegt da runter. Irgendwie erwarte ich, dass hier gleich so eine Schattenarmee runterfällt. Okay, die wurde hier am Weg entlang getragen oder geschleppt. Hey, du! Okay, geht über die Brücke. Ich denke mal, da brauche ich jetzt nicht unbedingt den größten Aufstand zu machen wegen der Brücke. Das sieht doch nach einem Battlefield aus. Zumindest die richtige Größe, um solche Monster runterplumpsen zu lassen. Nö. Hi. Nö, kommt keiner. Mögen mich scheinbar nicht. Ja. Und immer wieder. Ja, ich finde das blöd in dem, ja, es ist in dem Gespürmodus dauerhaft zu laufen, weil da ist die Sicht ja so eingeschränkt, das habt ihr ja schon gesehen. Deswegen mache ich das immer nur ganz kurz an, um zu gucken, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin. Ja, geht hier den Weg entlang. Zumindest sind die anständig und laufen den Weg entlang. So. Ich kann mich erinnern, dass hier, glaube ich, die Viecher kamen, direkt vom Schlosstor. Kann das sein? Irre ich mich? Ich irre mich? Och, lass mich in Ruhe. Oh, okay, gehen wir in die Stadt. Ist auch gut gemacht, wir können hier schon die Flammen der Bürger sehen. Obwohl man ja auch gar nicht drin ist. Wow. Hyrule-Stadt. Sieht ganz schön trostlos aus. Hyrule-Stadt West. Zwar geht's da lang, aber ich will mal kurz mal hier runtergehen. Achso, hier ist ein Abschnittwechsel. Ne, ich will nämlich die Stadt jetzt direkt komplett schon mal als Map haben. Hier können wir die Käfer abgeben, soweit ich weiß. Ja, also die Käfer abgeben für... Wie heißt das? Oh ja, hier müssen wir rein, da gehe ich gleich rein. Die Käfer abgeben für Geld. Dann kriegen wir nämlich von ihr da ein bisschen Geld ausgezahlt, wenn wir ihr ein paar Käfer geben. Gut. Ich gehe jetzt total den Umweg.
Nur damit ich diese Minikarte schnell nochmal aufgedeckt habe. Wow, was ist denn das hier eigentlich nochmal gewesen? Ambulanz. Oh, das hört sich nicht schön an. Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch der Marktplatz, der noch nicht gesehen wurde von uns. Gut. Dann gehen wir jetzt mal direkt dahinter. Ach, mit einer geht nicht immer so. Kannst doch Pokern spielen. Na gut, gehen wir mal hier unten. Was ist hier unten? Moment. Da war doch was. Ein Schattenkäfer? Was suchst du denn hier? Kann ich den überhaupt einsammeln schon? Nee, ich kann den nicht einsammeln. Nee. Nein, geht nicht. Okay. Da brauche ich wirklich erst dieses komische Tau. Wirtshaus geöffnet. Ach stimmt, die können mich ja nicht sehen, deswegen. Ah, da sind sie doch. Drüben. Dieser Junge. Ob er wieder gesund wird? Keine Sorge, der Bruder ist schon unterwegs. Zoras. Okay. Okay. Merkt mich gar nicht. Gibt's da noch was zu sagen? Vielleicht zeigt dir irgendwas? Nein. Karte. Okay. Vielleicht sollte ich doch da mal vorbeischauen, was sagt ihr? Okay. Ich denke mal, wir sollten da mal hingehen. Und die sollten auch mal die Tür zumachen. Gut. Ah, und da ist ein Lichtgeist. Den kriege ich nicht. Weil mir dieses Strahlentau fehlt. So. Moment, wo war die Karte? Achso. Da. Am besten, ich gehe jetzt wieder da raus, wo ich reingekommen bin und laufe dann nach unten. Okay. Erledigen wir das doch mal. So, jetzt nach rechts und raus hier. Ui, was? Ihr seid ja immer noch hier. Einmal umgerannt. Auf geht's zum Hyliasee, wenn das der Hyliasee ist. Oder am Hyliasee. Moment. Hab ich mich gerade verhaddelt? Ja. Wegkorrektur. Da lang muss ich. Auf, komm. Gib Tempo. Tempo, 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 Tempo. Ein Herz hin. Juhu. Tempo. Okay. Da ist so einer von euch. So, weiter geht's. Freizeitpark.
Ach so. Moment, kann man hier schon... Wow, das sieht ganz schön trüb aus da unten. Oje. Und hier komme ich nicht rein. Tür zu. Na gut. Gehen wir über die Brücke. Auf geht's. Ab über die Brücke. Wieder Brücke. Ui. Die sieht nicht gerade stabil aus, muss man so ganz ehrlich sagen. Und der See da unten drunter nicht schön. Naja. Was steht denn hier drauf? Okay. Was ist das? Soll das Wasser sein? Sieht mir nicht nach Wasser aus. Was ist... Wagenrad. Ja. Ich riech's komisch irgendwie. Oh oh. Wenn die mal in Wirklichkeit so weit schießen könnten, dann wäre es nicht schlecht für sie. Oh oh. Das war Öl. Ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Hey, komm. Hopp. Hopp. Jetzt hoch mit dir. Ab in den Hylia-See. Hylia-See. Ich hoffe, wir sind jetzt nicht querfeld irgendwo doof gelandet. Das wäre nämlich ein bisschen schmerzhaft. Na, okay, Wasser. Das geht noch. Puh, ja, ganz schön knapp. Und diese Pfütze wäre erledigt gewesen. Hm. Okay, bevor ich jetzt weitermache, würde ich sagen, ich schneide hier erstmal und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also, bis dahin. See ya.